Also es war der zweite Verhandlungstag in dem Fall. Was ist denn jetzt am Ende herausgekommen, Herr Landrock? Heute sind verschiedene Zeugen einvernommen worden. Keiner der Zeuge hat erwartungsgemäß, wie von mir erwartet, mich in irgendeiner Art und Weise identifiziert, weil was ich nicht gewesen bin, können sie mich auch nicht identifizieren. Das Gericht hat heute den Beweisantrag der Unterschrift zugelassen, das heißt, da wird jetzt ein Gutachten gemacht, da wird rauskommen, dass ich das nicht unterschrieben habe und also es gab keine negativen Zeugenaussage. Wir haben auch nichts anderes erwartet. Sie gestatten mir, dass ich das kurz aufdrösel. Es geht inzwischen um Buchungen von Werbeanzeigen bei verschiedenen Medien. Sie haben eingestanden, dass Sie bei OE24 gebucht haben. Die anderen Buchungen sind von wem anderen gekommen. Die Staatsanwaltschaft meint, das wären Sie gewesen. Sie sagen allerdings, kann nicht sein, Sie haben das nicht unterschrieben. Und die Staatsanwaltschaft hat es bislang versäumt, ein graphologisches Gutachten anfertigen zu lassen. Da sind wir jetzt aktuell, oder? Genau richtig. Die Staatsanwaltschaft hat einfach nur einseitig ermittelt, so wie es bei allen Behörden der Vergangenheit gewesen ist. Und bei Ö24, da bin ich auch als Patrick Landrock aufgetreten, habe die Buchung getätigt. Und sobald die Probleme damals im Griff gewesen sind, wurde das auch bezahlt. Ich kann nicht für was gerade stehen, was ich nicht getätigt habe. Bei den anderen habe ich keine Beauftragungen unterschrieben. Sie haben ja auch die Mitarbeiterin von den Salzburger Nachrichten gefragt, ob sie ihre Stimme wieder erkennt, denn die ist ja anscheinend in telefonischem Kontakt gestanden mit dieser anderen Person, die da scheinbar diese Anzeigen aufgegeben hat. Die hat ihre Stimme entweder nicht erkannt oder halt gemeint, es wäre zu lange her mit 2016. Sie können auf jeden Fall verneinen, dass Sie mit der Dame telefoniert haben. Ich kannte keinen der Zeugen, so, und das, ich habe bei jedem die Frage gestellt, auch mit meiner Stimme. Keiner konnte sich erinnern oder sagen, dass ich das gewesen bin. Und es konnte auch gar nicht anders das sein, weil ich das nicht gemacht habe. Jetzt ist der Prozess auf unbestimmte Zeit vertagt worden. Womit rechnen Sie, wie es weitergeht? Ich gehe davon aus, dass es im neuen Jahr weitergeht, weil das Gutachten noch seine Zeit braucht. Und wenn es weitergeht, hoffe ich, dass es der letzte Tag ist und dass wir danach endlich, so wie es uns auch zusteht, freigesprochen werden. Herr Landrock, eine allerletzte Frage noch. Wie fühlt es sich an, als Deutscher mit einem ostösterreichischen Staatsanwalt in Tirol vor Gericht zu stehen? Tirol ist generell für uns immer ein schweres Pflaster gewesen. Jetzt mit den Erfolgen, die unsere Gesellschaft einfährt, wird es immer leichter, weil die Öffentlichkeit einfach gesehen hat, dass das, was wir machen, funktioniert. Es ist mittlerweile ein Millionenunternehmen und für uns kam gar nicht in Frage, dass wir einen Tiroler Anwalt nehmen, vor allem nach der Causa mit Kreiterberg und Kofler. Und deswegen haben wir uns auch mit den Einetters die Besten in Österreich genommen und sind natürlich sehr, sehr zufrieden, wie wir betreut werden.